Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Damit willkommen zu einer neuen tentakelhaften Folge Kraken Academy. Ich hab so viel mit Tentakel momentan. Das klang falscher als es sein sollte. Wenigstens, letzte Folge hat aufgehört mit: Wir haben ein Bild gemalt, wir haben aus Versehen unsere Musiklehrerin bei einem dämonischen Ritual beschworen. Und jetzt sind wir im Schwimmpark mit Brokkoli Girls. Und jetzt sind wir auch kurz davor, den zweiten Wächter schmockkornhaft zu befreien. Kanzburg, welch wunderbarer Ort. Der Chlorgeruch beruhigt mich irgendwie. Prinzessin Spark. Oh, scheiße. Ersten verkackt. Hab das Bett nicht verkackt. Oh, sieh mal. Was denn? Oh, Eis. Mich Brokkoli. Brokkoli-Eis. Brokkoli-Eis. Wow, Schmuckdron, du überrascht mich immer wieder. Ich auch nicht. Ich wusste es, ich wusste es. Ich finde übrigens, die andere Rutsche sieht aus wie ein Abflussrohr. Nein, hättest du echt nicht tun sollen, Schmackdruck. Das ist Pistazien-Eis. Oh, Bruder. Oh nein! Wie? Boxrolle! Sepp! Boxrolle als Dach! Oh nein, 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 ein bisschen wilder, ein bisschen wilder. Oh, was machen wir jetzt? Er ist vorbereitet. Das ist respektabel. Vielen Dank, Aiden. Ja, das ist dich. So, super, das haben wir also geschafft. Easy. Ja, war ganz cool. That was insanely fun. Ah ja, mit Schmuckton, ich möchte dir etwas zeigen. Komm bei Vollmond in mein Zimmer.
Ich habe Brokkoli Girl abgeschlossen, ein neues Freundschaftsverzeichen, den Zimmerschlüssel. Brauchen. Oh, es passt so dieser Welle. Ah, das war die aus dem Kurs. Okay, mehr von euch kann ich nicht kennenlernen. Die Funkelchen kenne ich schon. Ja. Ah, siehst du, hier mit morgen muss ich den Kuchen dann abgeben. So, aber großartig viel mehr. Wenn ja Interesse halber noch einmal in der bei den Musikdingern gucken. Ja, weil außerdem will ich schauen, ob es vielleicht noch solche Wände gibt, die man einreißen kann. Schmuckkorn, dank dir ist die Musik ergeben gleich. Upsi. Bin ja fast sagen, tut mir leid. Aber ich war damit beschäftigt, die Welt zu retten. Auf schmocktastische Art und Weise. Ja, den bin ja echt neugierig. Ich habe jetzt erst die Musik AG freigeschaltet. Also die Musik und die Kunst AG. Bin ja hart neugierig. Weil wir bekommen ja noch, nein, was habe ich bekommen? Die Sport AG und die Theater AG. Wie würdest du sagen? Ja, ich habe irgendwie bei dem Hausmeister-Dingens jetzt kein. Also in der Musik AG habe ich jetzt kein Werkzeug gefunden für ihn. Ein neues. Ah, das ist unser Zimmer. Total nicht eingerichtet. Das ist unser Schönling. Wir können natürlich einfach gucken, ob wir jetzt. Sie werden uns ja Montagnacht was zeigen. Das heißt, wir gehen Montagnacht erst rein. Im Vollmond, weil ich neugierig bin. Boah, Humor. Ja, ich glaube, wir sollten uns aufmachen zur Kunstausstellung. Der Frosch muss befreit werden. Aus einem Hund. Schmuckkorn eilt zur Rettung. Oh.
schließt eine Mission statt. Wenn es nicht gehen könnt, bis die Ausstellung vorbei ist. Ich bin bereit. Oha. Wenn ich nervös bin, muss ich pinkeln. Gleich in deine Pfandautomat. Optimal. So. Erstmal. Erstmal alles durchtesten. Hey, Anna. Alles großartige Idee. Ich freue mich schon auf meinen Jetski. Schon wieder. Oh, meine hässliche Kopfschwester. Ich bin ein Tauriger. Willst du den traurigen Anblick sehen? Den Spiegel. Hässliche Sch. Was willst du, Bitch? Ja, ich stelle Taufers vor. Vaterschaftstest, das loswerde. Kauf dich an irgendeinen kameltreibenden Sklavenhändler als Lustbiene. Wieso kann ich nicht eine coole Schwester haben wie in den ganzen Pornhub-Videos? Ja, der Zauberer, Stix R2, Richter im Bach. Glorreich. Hallo Schmockhorn. Ah, schön, dich wiederzusehen. Nein, gar nicht. Siehst du, Schmockhorn meint immer ernst, was er sagt. Ich bitte jetzt. Instruktionen zu deiner Mission. Wir müssen die Wächterin der Kunst Bruce führen, dass sie in Platinza gefangen ist. Ist nervös wegen der heutigen Ausstellung. Zu Recht. Menge Leute beneiden sie. Pass auf, dass ihrem Gemälde kein Unglück darf. Kinderleichte Mission, was? Okay, Höhlenhani, gib mir den Flammenwerfer. Passt da nicht hier. Ein Senkrechtstarter, wie hat mehrere Familien in der Hand? Ich liebe den Höhlen-Heidi. Von Stanislav und Nikolai. Ha 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 ha.
Genau. Marktanalysen für Raketenwerfer. Die verfolge ich auch. Abstrakt. Morgendliche Schwermut, die man verspürt, wenn die Milch fürs Müsli alle ist. Ich habe es deinem Gesicht nachempfunden, meine liebe Schwesterlein. Mokbon hat sich zerstört. Wurde von unserer großartigen Wunderkünstlerin geschaffen. Mir ein solches Talent gezeigt. Große Patizza. Ich muss mit dem Kragen sprechen. Das wird jetzt so ein Danganronpa-Fall. Wie läuft die Ausstellung? Hast du das Gemälde schon gesehen? Oh. Es ist so, das Gemälde wurde... Schmocktroll hat die einzige Aufgabe verkackt. Schande über Schmocktroll. Damit genug Beweise und Zeugenaussagen, um ihre Schuld zu beweisen. Wird uns auch die Ursprung. Ich habe eine Theorie, sage sie aber noch nicht. Ich möchte euch ein bisschen miträtseln lassen. Mal sehen, ob wir alle auf den gleichen Nenner kommen. Auch alle Räume zu treffen, so. Hä? Lichtschalt auf. Roter Farbe. Abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. So, dann befragen wir die Zeugen. Dem sind die Alligatoren draus, glaube ich, nicht aufgefallen. Dunkle Mächte haben uns heimgesucht und ihre Wut an Patizza.
wir jetzt unsere Kronzeug. Anna! Hey! Zeigen, was wir. Okay, bevor ich mit dem Hund spreche, will ich noch mit dem Lehrer sprechen. Hey! Wir fangen das Letzte, was wir hier als Patrizia angekommen war, ging das nicht. Ja. Nein, ich überall Kameras installiert. Bis die Aufzeichnung in seinem Buch rein. Okay. Immer ganz links. Ist das an der Mütze? Jemand ist über sie gestolpert. Das Material von heute. Darauf erkenne ich auch gerade so viel. Mal sehen. Hey. Ist mir irgendwas entgangen? Oh. Nur Kostadin steht woanders. Rissfang kann beginnen. Verteidigung ist ebenfalls bereit. Wer soll der Richter sein? Höhenheini! Ich überziehe die Folge ein bisschen. Ich will das wissen. Und wenn ich euch, glaube ich, mit noch einem Cliffhanger stehen lasse, war der Abbruch, das will ich nicht. Richterin Barbara ist eingetroffen.
Gericht hakt nun zu Annas Verhandlung. Die wird beschuldigt, Patizas Gemälde, eine laue Seedrüse, beschädigt. Die Anklage darf einen Zeugen. Nur sie hat ein Motiv und ist deshalb auf jeden Fall schuldig. Bitte nennen Sie einen Beruf, was Ihnen an meiner Höhle am besten gefällt. Da wäre ich jetzt auch verwirrt. Der Linkover und die Beschwörerin der Kunst der Höhle. Ich war noch nie drin. Sie sieht gruselig aus. Höhlenheini, es ist nicht cool, arme kleine Schülerin in eine Höhle zu locken. Hab ich nämlich sonst vor. Welchem Teil soll ich nach? Komm rein und warte auf die Show. Vor Beginn der Show wird nicht, ja. Man muss seine Ananas auf den Tisch. Hey. Okay, da schon mal nicht. Dann ging das Licht aus. Schon. Das haben wir auch. Und das ist das Gemälde verschandelt. Ah? Oh Bruder, was ein episches Bild! Felix Wright lässt grüßen! Okay, gucken wir mal direkt auf Anna. Steht jetzt da. Ich spüre es nicht, also die Dramatik, die gerade losgeht. Moment. Ich glaube, wir lassen das noch außer Acht. Schmocktrollpose. Doch, Costa die. Nein, muss er nicht, die gehört dazu. Dann ist neben dem Lichtschalter das Licht aus. Eingeschlafen. Wo rollt eine 30-minütige Sneakerchen an?
Okay. Lager. Geisteraktivitäten im Lager. Ja, anfangen. Öster. Uri. 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 Mach mal Schlüssel. Danke, Brudi. Ah, das war der Schmuck von 10.000. Jetzt zieht sich das ein bisschen länger. Aber egal. Ich biete den Content. Okay, das ist so, dass das da ist. Das dann ist. Okay. Alles klar. Okay. Wir haben bei Phasmophobia gelernt. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Was willst du? Schreib in mein Buch. Ivan Ivanovich Ivanovski. Huh? Ich bin der renommierteste und attraktivste Dämonenforscher, den es gibt oder gab. Ich muss mich an diese Geisterrolle erst noch heranpassen. Oh, ja, natürlich, ja. Forsche nach dem besten Versteck. Hey. Also der Wunsch nicht erfüllt würde, will er seine Bruder lassen. Deswegen brauche ich sofort ein gutes Versteck. Ich hätte eine interessante Belohnung für dich, aber bekommen, dass du drüben meine Nummer Detektiv spielst. Das allerwichtigste Beweisstück befindet sich in meinem Besitz. Zeig mir das perfekte Versteck und es gehört dir. Nationalen Preis der Künstlermusik. Ich wusste, dass dies dein bisher bester Werk nicht nur der Anfang sein. Dein Buri. Nee, okay, wir müssen also einen neuen Fall finden. Oh. Ah. Okay, wir haben wohl irgendwo was übersehen. Das gebe ich hier die Folge jetzt nochmal eben.